Was für ein friedlicher Anblick, diese Schafherde auf den Elbwiesen westlich von Löstau. Hier auf den Überflutungswiesen sind Schafe gern gesehene Gäste, denn sie fressen fast alles ab, aber am Ende überwiegt die Verdichtung der Grasnarbe als Vorteil und vertreibt Wühlmäuse und andere Schadnager. Das Schaf ist eines der am weitesten verbreiteten Haustiere. Es kommt fast in allen Ländern der Erde vor. In Sachsen-Anhalt werden nicht ganz 70.000 Tiere gehalten. Ihre Zahl ist aber leicht rückläufig. Schafe sind Herdentiere und haben ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl. Die Weibchen leben in Gruppen mit den nicht geschlechtsreifen Jungtieren, die jungen Böcke schließen sich in eigenen Gruppen zusammen und die erwachsenen Männchen ziehen als Einzelgänger umher und stoßen nur zur Paarungszeit zur Herde. Schafe gehören zu den Wiederkäuern und können ungefähr 20 Jahre alt werden. Ein ausgewachsener Bock kann bis zu 200 Kilogramm auf die Waage bringen. Schafe sind Nutztiere. Sie liefern neben Milch und Fleisch auch Wolle, die als Naturprodukt sehr begehrt ist. Geschoren wird normalerweise einmal im Jahr zwischen Mai und Juli. Da zum einen die Wolle abhängig von der Rasse zu hohen Preisen verkauft oder weiterverarbeitet werden kann und sich zum anderen Schmutz in der Wolle verfängt, wodurch Krankheiten oder Unwohlsein bei den Schafen hervorgerufen werden können. Diese hier warten also noch auf die jährliche Rasur, um dann in der hoffentlich bald wärmeren Jahreszeit nicht allzu sehr zu schwitzen.